Ja, hallo meine Lieben. Ich war im Action und ich war im Lidl und habe einen kleinen Haul für euch. Also ich habe nichts Besonderes gekauft, was ich jetzt hier nicht auf meinem Tisch schiefen wollte. Was ich noch gekauft habe, war dieses Hygienekatzenstreu. Das ist so ein Granulat. Das braucht nicht unser Kater. Haha, nein, das braucht meine kleine Gucci-Beere. Weil wenn er des Nächtens mal muss, dann hat er im Badezimmer ein kleines Katzenklo stehen. Das ist ein kleines, ein normales Katzenklo stehen. Da ist halt dann das Granulat drin. Und wenn er dann muss, geht er aufs Katzenklo. Das finde ich auch ganz gut so. Und ansonsten macht er halt draußen und im Garten. Und er geht auch durch die Katzenklappe nach draußen. Also ich habe im Prinzip, glaube ich, keinen Hund, sondern eine zweite Katze. Nein, wir haben ja auch einen Kater. Und im Action war sein Lieblingsfutter im Angebot oder sein Lieblingsleckerli. Futter hat er, Beneful fütter ich ihm. Aber er liebt dieses Sushi-Duck. Also da stirbt der Hund für. Und die waren jetzt für 1,09 €. Ja, und dann habe ich gleich dreimal Sushi, Duck und diese Twisters, die mag er auch. Davon habe ich auch zwei mitgebracht. Also waren erstmal schon mal die ersten 5 € für den Hund fällig. Dann habe ich diese Kerzen hier gekauft. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Das sind so Duftkerzen. Ich lasse mal offen. Und also. Boah, die riechen so, ja, so frisch. Man kann sie wunderschön verzieren mit eigenem Designpapier und auch hier oben was drauf machen. Ich habe das schon mal gemacht beim Tienchen. Da gibt es auch irgendwo in dem Video ist, wo ich ihr das Rezept geschickt habe, was ich damals mit ihr getauscht habe oder für sie gemacht habe. Da hatte ich auch so eine Dose. Die gab es eine ganze Zeit lang nicht. Jetzt waren wieder welche da. Ich habe gleich 5 Stück mitgebracht. Ich glaube, die kosten 1 €, 1,50 €. Gott, ich habe den Kassenzettel nicht mehr. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube, 1 € kosten die. Also ich finde die total toll und die duften herrlich. Das war der Grund meines Anlasses. Ich brauchte Glue-Sticks. Ich hatte welche im Teddy gekauft. Ich habe eigentlich so eine große Pistole und hatte welche im Teddy gekauft, weil die da die nur mit nachtleuchtenden Substanzen hatten, die ich nicht haben wollte. Und dann hatten die aber in normal so ganz kleine und so dünne. Ich guck mal, habe ich die gerade hier zur Hand? Sekunde. Ja. So, aber die sind so dünn und das Maschinchen ist so klein. Also wenn das da rauskommt, ist das schon fast halb abgekühlt. Und das ist was, wenn ich einzelne Kleinteile anbringen muss oder möchte, dann sind die echt in Ordnung. Aber für was Großes wollte ich denn doch wieder die großen haben. Moment, Kiste wieder zu. Also durften die mit. Dann habe ich hier diese Stempel gefunden. Die fand ich auch beide ganz schick. Zumal jetzt auch gerade, wenn die Weihnachtszeit kommt, mit dem Ilex und den Bären. Ja, und halt Stiefmütterchen mag ich auch ganz toll. Ich finde die klasse. Und dann sind dann halt verschiedene Stiefmütterchen in Rahmen. Ja, und dann halt diese Pflanzenteile, der Ilex und die Vase. Wobei ich das schon nicht so toll finde, weil da ja schon was drin ist und man das ja nicht verändern kann. Also ich hätte das besser gefunden, wenn die Vase extra gewesen wäre. Und man hätte jeden einzelnen Zweig da rein stempeln können. Aber nun gut, für, ich glaube, 94 Cent oder was die kosten beim Action, darf man sich auch nicht beschweren. Dann habe ich noch, nachdem jetzt ganz, ganz viele diesen Kreisschneider haben, gedacht, naja, man kann nichts falsch machen. Dann teste ich das Ding auch mal aus. Kreisschneider kann man nie genug haben. Ich habe einen und der kleinste Kreis ist 10 cm im Durchmesser und das ist mir bei vielen Sachen einfach schon zu groß. Also hier kann man kleinere Größen einstellen. Von daher durfte der mit. Dann habe ich Artist Fineliner gefunden, beziehungsweise auch nachgesucht. Für
zu dudeln, für Karten zu umzeichnen, einfach auch eventuell mal Handlettering zu machen. Ist nicht unbedingt so meins, aber vielleicht lerne ich das ja noch. Auf jeden Fall habe ich gedacht, die sind dafür in Ordnung, weil die gibt es in ganz, ganz vielen Farben, nein, nicht Farben, Stärken. Von ganz dick bis ganz, ganz fein. Also von daher eine Option, um das eventuell zu lernen. Dann wollte ich mal ein bisschen Low Carb leben, ein bisschen versuchen abzunehmen. Ob ich das noch jemals in meinem Leben schaffe, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Momentan ist Low Carb so ein bisschen, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Da ich sowieso schon meine Ernährung umgestellt habe, ich verzichte weitestgehend auf Zucker und esse auch kaum noch Kartoffeln oder Brot. Und dann ist das Low Carb echt eine coole Alternative. Gab es für, jetzt lass mich nicht lügen, 3,99. Ja, ich glaube 3,99. Im Lidl. Und also Schinkenkisch mit Spinat hört sich gut an. Da gerade Brokkoli-Auflauf. Hier sind Steakbäckchen mit Paprika. Also gebackener Zander, Seelachs. Ach, hier sind wir bei den Möhren und Lauch mit Hähnchen vom Blech. Das hört sich doch echt alles klasse an, oder? Also von daher musste das mit, durfte das mit. Und ich werde euch bestimmt bei Facebook auf meinem privaten Kanal oder auch auf meinem Zuckerhasen-Kanal darüber berichten, wie die Rezepte sind, wie es geschmeckt hat und wie es war. Fürs Video ist das eigentlich leider nichts, aber wie gesagt, auf meinen anderen Medien werdet ihr mich da bestimmt finden. Und da kann man denn sehen. Auf Instagram zum Beispiel habe ich denselben Namen wie hier. Da werde ich dann auch immer mal ein Rezept oder ein Bild von einem nachgekochten Rezept posten. Wer Interesse hat, kann sich ja da gerne mal umschauen. Also Low Carb durfte auch mit. Und dann hat die liebe Barbara vom Regenbogenfrosch mich mit ihren Holztütchen inspiriert. Ich habe die jetzt auch mal mitgenommen. Sie hat für Tauschpakete da so schöne Geschenkpäckchen draus gemacht. Das sind ganz, ganz dünne. Ups, ja, der erste hat auch schon einen hier. Seht ihr, der erste hat auch schon den Ring verloren. Oh, das sind so zwei. Buh. Oh mein Gott, sind die dünn. Ne, ist eins. Ah, ist doppelt, ist eins. Okay, das ist ganz dünnes Holz. Ich mache das oberste jetzt mal hier ab. So, dann sieht das auch nicht so bedüdelt aus. Die hat die super gefüllt und fertig gemacht für Tauschbäckchen. Ich fand die Idee total süß. Habe jetzt gedacht, ich hole mir da auch mal welche von. Und wer mal Lust hat, mit mir ein paar Tauschbäckchen zu machen, meldet euch bei mir. Und habe mich gerne. Egal, ob wir jetzt Memory Decks Karten oder KTK Karten, ATC Karten oder Card Candies. Ich bin für alles offen. Meldet euch einfach, sagt mir Bescheid. Und dann kann man ja auch mal festlegen, inwiefern so Tauschbäckchen mit wie viel Material gefüllt werden, dass man sagt, okay, einfach nicht zu viel oder so. Kommt ja immer drauf an. Wenn jetzt 100 Leute sagen, ich möchte mit dir tauschen, ist das natürlich auch eine Kostenfrage. Hallo, ist klar. Aber ansonsten bin ich immer dazu bereit. Also, wer Interesse hat, meldet euch. Ich tausche gerne. Und dann habe ich hier diese Passion Fruit Flavor 10 Teebeutel gefunden. Und ich fand allein diese Verpackung schon total cool. Und ja, ich musste die einfach mitnehmen. Könnt ihr mal sagen, wie ihr die findet. Ich fand einfach diese Dreiecksform fand ich schon total klasse. Und dann noch mit Tee drin. Also ich werde es probieren. Ich sage euch Bescheid. Nein, ich trinke nicht so gerne Tee. Ich wollte es eigentlich verschenken. Aber ich denke, ich bekomme dann eine Rückmeldung, wie er geschmeckt hat. Und dann kann ich euch bei Bedarf gerne auch sagen, ob es geschmeckt hat oder nicht. Aber ich fand diese Verpackung und halt diesen Orientalien... Gott!
orientalischen Touch. So, langes, schweres Wort. Unheimlich toll und deswegen durfte die mit. So, das war's doch schon von meinem Action Hall. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel geworden, weil gerade fängt hier ein Gewitter an. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gehört habt, aber es wurde ganz plötzlich ganz dunkel. Ist ja immer, wenn ich irgendwie ein Video mache. Irgendwas passiert immer. Also von daher, macht euch nichts draus. Huch, das hat jetzt gewackelt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Eure Biggie. Bis dann. Ciao, ciao.